Ja, hallo und willkommen zum nächsten Video. Und zwar habe ich mal ein Video gemacht, wo ich an dem Auris das Kühlmittel gewechselt habe, und zwar für den Verbrennermotor. Und ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, deswegen werde ich mich wahrscheinlich ein ganz klein wenig wiederholen, aber das bleibt nicht aus, sonst wirst du wahrscheinlich den Zusammenhang nicht wirklich erkennen können. Okay, also für die Leute, die sich mit diesem Auto nicht auskennen, wir haben zwei separate Kühlsysteme, einmal für den Verbrenner und einmal für den Inverter. Jetzt gibt es auch zwei unterschiedliche Intervalle, das muss man an der Stelle sagen. Soweit ich weiß, ist für den Verbrenner in Anführungsstrichen 150.000 Kilometer. Ich weiß jetzt nicht mal die Altersangabe, muss ich nochmal nachschauen. Wenn ich es finde, dann werde ich euch das unten entsprechend einblenden. Jetzt haben wir aber noch ein zweites Kühlsystem, was für den Inverter ist. Also mit einer separaten Wasserpumpe, Ausgleichsbehälter und so weiter und so fort. Und da geht es natürlich darum, da muss das Kühlmittel natürlich auch gewechselt werden. Soweit ich weiß, gibt Toyota 40 Zeiteinheiten dafür, um das Kühlmittel zu wechseln. Das hätte ich jetzt so gesagt, ist eine halbe Stunde. Also das ist jetzt auch nicht wirklich viel. Und ich hatte ja hier unter dem Deckel bei dem Verbrenner so leichte Ablagerungen, so Kalkablagerungen. Das sah für mich nicht mehr schön aus. Und da wir ja, wenn wir eins genug haben, Kühlmittel, ja, dann haben wir haben Kühlmittel hier, wir haben das Werkzeug hier, wir haben die Möglichkeiten hier. Dann bin ich auch nicht ein Mensch, der das jetzt bis zum Ende ausreizt. So, normalerweise Verbrenner, der Kilometerstand ist jetzt 130.000 mit leichten Krümmeln, ja, im Verbrenner-Kühlsystem. Ja, das hätte ich alles wieder zusammenbauen können, aber es macht ja wenig Sinn, weil das Auto steht jetzt auf der Bühne, die Verkleidung ist ab. Wie oft soll ich denn die Verkleidung jetzt nochmal abbauen? Deswegen werden wir heute das Kühlmittel auch für den Inverter rausschmeißen. Der Wechselintervall ist natürlich ein bisschen länger. Ich glaube 9 Jahre und 220.000 Kilometer oder so. Wenn ich was finde, blende ich es euch noch unten ein, oder wenn ihr es wisst, könnt ihr das natürlich gerne unten ergänzen. Ja, was bedeutet, wir haben jetzt alles hier. Ja, und wie gesagt, vielleicht ist auch so ein bisschen, ja, wenn du so ein Auto fährst und das Ding hat 150.000 gelaufen, dann schmeißt du beide Kühlsysteme, also beide Kühlmittel raus, weil ihr seid einmal da. Ne? Also ich sag mal, da jetzt 5 Liter Kühlwasser, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in deiner Werkstatt beziehungsweise in deiner oder bei Toyota teuer ist jetzt ohne Ende. Ne? Aber wir brauchen ja nicht nur den Frostschutz, wir brauchen ja auch den Rostschutz, auch das habe ich schon sehr häufig mal erklärt. Auch im Kühlmittel sind Additive drin, die irgendwann mal sich so verflüchtigen. Und es gibt noch den Begriff, das hatte ich auch in dem anderen Video schon gesagt, der Kavitation. Blende ich euch unten ein, was das ist. Das ist so ein bisschen umständlich, das zu erklären. Aber Kavitation, kann man fast sagen, zerstört Bauteile im Kühlsystem. Das ist wie so Lochfraß, das entsteht an den unterschiedlichsten Stellen. Und da wir jetzt nun mal alles hier haben, schmeißen wir das Kühlmittel an der Stelle auch raus. Ja, ist doch relativ simpel und einfach. Ich zeige euch jetzt eben, wo die ganzen Sachen sind und ja, so wie ich das mache. Und ab dafür. Also wenn ihr jetzt hier mal schaut, hier hatte ich so ein bisschen, hier war ich also wirklich die ganze Zeit nicht dran, hatte ich so ein paar Krümmelchen unterm Deckel, so ein paar Ablagerungen. Da wäre jetzt wahrscheinlich nicht viel passiert, aber komm, machen wir das alles so in einem Rutsch und machen das meinetwegen auch 20.000 Kilometer früher. Hier sieht das Ganze so ein bisschen ähnlich aus. Auch hier haben wir natürlich ganz normalen Deckel. Wie gesagt, macht das nicht bei warmem Motor. Und hier seht ihr auch, ne, hier waren jetzt bei mir, bei dem anderen, waren noch entsprechende Ablagerungen drunter. Und ich war hier die ganzen 130.000 Kilometer noch nicht dran. Und ihr seht hier jetzt natürlich hier, ne, also hier ist jetzt praktisch der Zugang zum Inverter. Dann haben wir hier unten noch einen Schlauch, der geht hier runter zur Wasserpumpe, zeige ich euch, weil... Wie soll ich sagen, weil wir haben da unten, wie gesagt, noch die Wasserpumpe sitzen und ja, schmeißen wir auch eben raus. Ja, der Motor ist kalt, würde ich euch generell immer empfehlen. Ich habe allerdings nie wirklich heißes Kühlmittel gehabt, also von der Inverterseite, das waren meistens so 50 Grad rum, ja, also ist auch schon warm, aber wenn ihr am Kühlsystem rum arbeitet, denkt immer daran, Motor maximal lauwarm, immer aufpassen, dass ihr keinen Druck auf dem Kühlsystem habt. Also es hat schon genug Leute gegeben, die haben beim heißen Motor versucht, unten so einen Kühlmittelschlauch abzuziehen und dann spritzt das heiße Kühlmittel überall rum. Also wirklich höllisch aufpassen. Jetzt zeige ich euch eben unten, wo die Schläuche sind, weil ich habe die Verkleidung nämlich jetzt schon ab. Und das ist natürlich jetzt auch
der Appell an euch, wenn ihr bei Toyota oder in eure Werkstatt fahrt und habt dann da das Kühlmittel zu wechseln, lasst das andere gleich mitmachen. Die Verkleidung müsst ihr alles doppelt und dreifach bezahlen. Und letztendlich wäre es ja Verbundarbeit, so würde ich das mal sagen. Und dann gibt Toyota, das ist mein Kenntnisstand, 40 Zeiteinheiten pro Kühlsystem. Das heißt, das Ding müsste eigentlich jeweils in einer halben Stunde durch sein. Knappe Stunde, Machelohn mit Kümmel, kann also nicht teuer werden. Und dann schauen wir mal jetzt von hier unten. Also das ist der für den Verbrenner. Ne? Also da zieht ihr den Schlauch ab, da ist noch Kümmelrest, das putze ich gleich weg, weil das Video habe ich im Vorfeld gemacht. Und hier habt ihr praktisch den Anschluss von mir in Werte. Und ihr seht, wie gut ihr da dran kommt. Das wird natürlich jetzt hier wieder ein bisschen Spielerei sein. Aber ihr habt da unten sogar noch, oder da oben vielmehr, noch die Wasserpumpe sitzen. Und ganz ehrlich, wenn ihr die Verkleidung sowieso abhabt und wechselt da das Kümmel, dann könnt ihr das auch eben wechseln. Ne? Also so eher ein Handgriff. So, jetzt wird es ein bisschen regnen. Der Schlauch hat sich so ein bisschen festgepackt. Ah, ich bin kein Linkshänder. Und dann wollen wir mal gucken jetzt hier. Ne? So, einmal bewegen und dann geht die Geschichte auch schon los. Ich bin echt gespannt, wo das Wasser überall hinläuft. Aber ist egal. Also ihr braucht auf jeden Fall eine große Kühlwasserwanne. Wir lassen jetzt auch hier alles rauslaufen. So. Ab dafür! So, wenn ihr jetzt hier schaut, ne, also das ist jetzt wirklich kein Hexenwerk, das ist der Schlauch hier mit der Schelle und den stecke ich jetzt schon mal wieder drauf, weil alles raus ist und mache jetzt natürlich auch gleich die entsprechende Schelle wieder hier entsprechend fest. Schelle wieder drauf machen, muss das Ganze aussehen. Ihr könnt das erkennen, der Schlauch ist wirklich bis zum Anschlag drauf und die Schelle sitzt da, wo sie auch gesessen hat. Der Schlauch ist soweit heile. Das war's also. Ja, im Laufe der Zeit drücken sich natürlich die Klemmschellen in den Schlauch mit ein. Und wenn ihr da die Schelle nicht wieder an die alte Stelle macht, sondern so ein bisschen verrutscht nach vorne oder nach hinten oder verdreht, kann es sein, muss nicht, dass an der Stelle der Schlauch natürlich nicht richtig rangedrückt wird. Und dann habt ihr da im übelsten Fall dann einfach ein bisschen Kühlmittelverlust. Also gibt es also auch schon mal, ihr müsst also wirklich darauf achten, dass ihr den Schlauch praktisch schwer drauf macht. Aber ihr seht, wenn ihr also praktisch oder wenn du das andere Video gesehen hast, das ist mal eben schnell gemacht und du brauchst in Anführungsstrichen nur einmal die Pappe abbauen. Ich hatte jetzt auch schon mehrfach mal die Pappe ab, die mit den Plastikclipsen, das ist auch nicht so geil. Auch da gehen die schon mal hin und wieder kaputt und ich sage mal, je weniger man irgendwelche Plastikverkleidung abmontiert, je besser ist das Ganze. So, ich werde jetzt die Pappe drunter bauen und dann füllen wir oben Kümmel ein. Ja, das unten zusammenbauen, das habe ich jetzt ohne euch gemacht. Jetzt geht es natürlich darum, dass das Kühlmittel auch wieder rein muss. Und bei allen Kühlsystemen, habe ich glaube ich auch schon x-mal gesagt, geht es ja darum, dass ihr eben ein Werkzeug dafür braucht. Und ich habe ja diesen Auffüll- und Prüfkoffer von Hesseling mal zur Verfügung gestellt bekommen. Das Ding funktioniert immer nach wie vor einwandfrei. Link haue ich euch unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr jetzt einfach Wasser oben drauf füllt, dann entsteht natürlich auch so ein Luftpolster da drin. Und das heißt, Wasserpumpe läuft ungeschmiert, weil wenn da Luft ist, dann, ja, dann schmiert da nichts. Und ihr habt natürlich auch bei Kühlsystemen, wo Luft drin ist, immer auch an der Stelle auch eine schlechte Kühlung. Jetzt wird das nicht sonderlich heiß an der Stelle, aber trotzdem möchten wir natürlich auch wirklich, dass das System, ja, luftleer ist und alles wirklich voll ist mit Kühlmittel. Ihr habt ja vorhin gesehen, wie viel rausgelaufen ist. Der Behälter ist jetzt komplett leer. Also das Ding ist voller Kühlwasser und da unten sitzt die Wasserpumpe. Und da möchte ich natürlich schon, dass das System ohne Probleme funktioniert. So, jetzt haben wir hier unser Befüllgerät. Ja, das mache ich jetzt mal gleich eben so. Das kommt hier rein. Das ist so ein Universal-Ding. Das geht schon bei relativ vielen Fahrzeugen. Das heißt, da, wo ihr keinen fahrzeugspezifischen Deckel habt, könnt ihr das Ding nehmen. Und dann verwenden wir jetzt hier praktisch, machen hier Unterdruck drauf. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen in meinen anderen Videos. Hier kommt Pressluft drauf, dann ziehen wir Unterdruck und dann saugen wir hierüber das Kühlmittel wieder rein. Aber mal gucken, ob ich das freihändig hinbekomme hier, ne? Das ist zu, das ist auf und Attacke. Habt ihr gesehen? Müsst natürlich aufpassen, dass das jetzt hier dicht bleibt.
was in dem Fall jetzt auch ist. Ist zwar, steckt ein bisschen schief drin, ist aber trotzdem dicht. Das, was ich gefunden habe, ist, dass G12 Plus da reinkommt, wie in das andere Kühlsystem auch. Ich habe gelesen, minus 35 Grad ist Minimum, da müsst ihr auch mal ein bisschen drauf aufpassen, dass ihr da auch wirklich ausreichenden Frostschutz habt und dann nicht einfach nur klar Wasser reinmacht oder so. Ne? Das ist nicht ganz so geil. Das heißt, reinziehen jetzt über den Unterdruck und dann müsste der Husten auch durch sein. So, so sieht das Ganze aus. Ne? Kühlmittel haben wir jetzt hier stehen und dann Attacke. Seht ihr, wie es losgeht und ab dafür. Es dauert ein bisschen, aber ihr seht, der Behälter wird schon wieder voll. So muss das Ganze sein. Wenn der Zeiger auf 0 ist, ist auch meistens dann der Behälter richtig voll. Also geht schon in die richtige Richtung. So. Jetzt ist gleich auf 0 und ihr seht, der Behälter ist vielleicht ein bisschen zu voll, aber das kriegt ihr jetzt auf jeden Fall besser raus, aber jetzt ist auch wirklich keine Luft mehr im System drin. Ihr seht, also es ist keine schwarze Kunst und natürlich kann es jetzt sein, dass der Stand sich nochmal minimal verändern wird, aber in der Regel tut er das nicht. Letztendlich habt ihr gesehen, wenn ihr beides parallel macht, seid ihr ruckizucki damit fertig und wenn ihr sowieso vielleicht das Kühlmittel wechseln lasst, ja, hey, macht's mit auf der anderen Seite. Ne? Ist nur noch mal ein Schlauch auf der anderen Seite und dann eben entlüften und dann ist gut. Ja, die Sachen verlinke ich euch wie immer unten und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis dann, lasst es euch gut gehen, lasst euch vor allen Dingen nicht ärgern. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.